glaube ich, etwas dauern. Ei, ei, ei. Ich werde erstmal schön auf Rekrutierung irgendwelcher minderwertigen Truppen gehen. Liebling der Klatschpresse, na super. So, jetzt haben wir eigentlich alle Siegprovinzen bis auf eine. Das ist Anfang Mai 1800. Wir sind gut dabei, Leute. Wir sind gut dabei. Votre humble serviteur. Von uns für nichts zu schämen. Autre chose? Préparez-vous pour la bataille. So. Prêt à recevoir vos ordres. Préparez-vous pour la guerre. Formez une ligne de bataille. Monsieur. À gauche. Village assiégé. Préparez-vous pour la bataille. Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Egal, wo ist Napoleon? Monsieur? Ja, da wird so schnell wie möglich dann nach Beirut marschieren und uns einnehmen. Ich will keine Diskrepanzen jetzt mehr haben hier in der Zwischenzeit. Immediatement. D'autres ordres? Ich glaube, ich sollte diese Provinz mal von Steuern befreien. Okay, das bringt nicht allzu viel. Wer hat jemals behauptet, dass das Napoleon leicht hatte? Ah, die sind jetzt natürlich zu klein, dass sie... Das sind alles Nahkämpfer, das sind alles nur verfickte Nahkämpfer. Soll ich mich jetzt zurückziehen? Ich versuch's nochmal. Nee. Also eine Niederlage, Leute, das lasse ich mir garantiert nicht unterjubeln. Dann mache ich halt noch eine Echtzeitschlacht. Es ist zwar jetzt schon 23:30 und ich sollte eigentlich schon längst in der Haier sein. Aber den Ägyptenfeldzug, den will ich auf jeden Fall noch abgeschlossen wissen. Damit ich mich bei der nächsten Aufnahme mit euch gemeinsam in den Europafeldzug stürzen kann. Ihr merkt auch schon, die Lustlosigkeit setzt allmählich ein. So. Alles vorwärts. Marché! Etat-Major des Généraux, Monsieur! Ich hoffe, das Interface wird bei Rome schöner. Bei Shogun hat es mir schon ganz gut gefallen. Hier bei Napoleon kann ich dem Interface nichts abgewinnen. Nein, es ist schlicht, es ist einfach, es erfüllt seinen Zweck. Aber hey, ich bitte euch. Leibwache des Generals. Sehr schön. Dann haben wir gleich die Gelegenheit, einen hochrangigen General abzuschlachten. Stopp, 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 stopp. Ja, natürlich sind das jetzt die Chasseurs. So, greift ihr mal hier an. Ihr zieht euch mal zurück und ihr formiert euch hier mal für die Schlacht. Hallo. Motivieren. Okay, sie sind Futter für die Geier. Alle Mann sammeln. Sehr schön. Diese Fähigkeiten kennen wir ja schon aus Shogun.
Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Jetzt hatte ich für eine Sekunde schon Angst. Mabuhr al-Dosari. Alter, wie viele halt gleich. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Der Akbar. Das fliehen zwei meiner Truppen und sehr viel vom Feind, das ich bis jetzt gesehen habe. Oui, monsieur. Ja, ich würde mal sagen, diese ganzen Nahkämpfer hier. Wie sieht denn das eigentlich mit Zeitlupe aus? Und. Wie episch. Schade, dass der Sound dann nie da ist. Ja, flieht nur, ihr Narren, das wird euch auch nicht retten. Das wird euch nicht retten. Okay, das ist für unsere Soldaten hier eine reine Schießbude. Sie haben Spaß dabei, wie man sieht. Also, Beduinen-Penner wird überhaupt nicht wissen, was sie trifft, wenn ich erstens dann auf die Stadt zumarschiere. Da kommen ja immer mehr. Das ist ja der blanke Horror. Es tauchen lauter Nahkämpfer wie aus dem Nichts auf. Naja, meine Leute haben noch genügend Munition, um sich ihnen zur Wehr zu setzen. So, und sammeln! Chargé! Infanterie, au rapport! Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Die einzige ordentliche Kavallerieeinheit, die ich hier habe, ist mein General. Ah, jetzt übrigens Vorlauf, weil... Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. So, hier können wir indessen mal geschlossen auf die letzte Einheit vom Gegner marschieren.
Sieht irgendwie im Schnelldurchlauf recht witzig aus, muss ich ehrlich gestehen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Wir schaffen das schon. So, glorreicher Sieg. Ja, das war ja recht einfach. Glorieuse Victoire! So, jetzt muss ich das hier nur noch einnehmen. Monsieur! Personne! Also, wenn er mir jetzt eine Niederlage. Oh! Der Dromedar-Legionär in irgendwas. Der Dromedar-Legionär in Silber. Nein! Scheiße, jetzt habe ich euch die Cutscene versaut. Aber egal. Ägypten gehört nun den Franzosen. Wir müssen aber den Kreuzzug, sag ich schon. Wir müssen es aber leider abbrechen. Und damit, kann ich Europa aus irgendwelchen Gründen nicht spielen. Scheiße. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen leicht ätzend. Ich habe gerade den Ägypten... Es ist genau das passiert, was ich eigentlich befürchtet hatte. Und zwar, dass ich einen alten Spielstand importiere und der mir das jetzt nicht annimmt. Ihr könnt mir mal in die Tipps bitte schreiben, weil bis zur nächsten Aufnahme wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wie man die Europa-Kampagne vielleicht irgendwie anders freischalten kann, ohne dass ich jetzt diesen scheiß Ägypten-Feldzug nochmal spielen muss, weil da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust drauf, weil das der ätzendste von den drei Feldzügen ist. Da bitte ich um euer Feedback. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich für meinen Teil bin jetzt verdammt müde und werde jetzt pennen gehen. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr gerade das Video schaut. Hoffe, ihr seid froh, dass es weitergeht. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Aufnahme. Dann hoffentlich im Europafeldzug. Bis dann sage ich ciao, servus, euer Max. So, meine Lieben, ich hole euch jetzt doch nochmal hinzu. Weil ich euch jetzt ganz gerne das Ende doch noch zeigen wollte. Ich habe jetzt nochmal geladen und die Schlacht nochmal gemacht. Deswegen. Sieg! Was ich euch vorhin da versaut habe, dadurch, dass ich mir ein Achievement angeschaut habe. Hier zu siegen bedeutet mit Alexander, Cäsar, ja fast mit Gott gleich zu sein. Dezember 1804. Ich war in Notre Dame. Voller Stolz wurde ich Zeuge von Napoleons Krönung zum Kaiser von Frankreich. Ich fand die Krone Frankreichs in der Gosse, sagte Napoleon. Und ich nahm sie an mich. Lang lebe der Kaiser! Ja, das war letzten Endes nur nochmal der Abspann. So, jetzt schauen wir mal, ob ich vielleicht jetzt doch... Nein, ich kann Europa doch nicht. Boah, das ist doch echt zum Kotzen. Naja, Leute, also da warte ich auf eure Kommentare. Jetzt habt ihr den Abspann noch gesehen. Dann jetzt aber endgültig bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Napoleon Total War. Euer Max. Ciao, ciao.